Minuten nach 9, Radio KW am Mittwochmorgen mit Kevin Zimmer. Ich wünsche mir ein Pferd oder einen Hund oder eine Katze. Hört man ganz oft von Kindern. Viele Eltern wollen dann wirklich ihren Kindern das ermöglichen und kaufen einen kleinen Hund oder eine Katze oder irgend sowas. Dann wird es lästig und wird ausgesetzt. Viele Tiere entlaufen auch gerade an Weihnachten, hat man uns gesagt. Gudrun Groß hat das festgestellt. Sie hat eine Tierpension in Alten. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist die rammvoll. Dazu kommen noch Fundtiere. Schönen guten Morgen, Frau Groß ist heute im Radio KW-Studio. Ja, guten Morgen. Warum werden jetzt gerade in der Weihnachtszeit so viele Tiere gefunden? Naja, einmal haben die Leute um Weihnachten herum natürlich viel Zeit, gehen mit ihren Tieren spazieren und sie entlaufen. Auf der anderen Seite ist es so, dass halt unbedacht Tiere angeschafft werden, wie schon gerade angesprochen. Und nach Weihnachten werden sie dann halt lästig und werden dann vor die Tür gesetzt. Aber warum entlaufen in dieser Jahreszeit so viel mehr Tiere als sonst? Ja, ganz ungewöhnlich, aber es ist so. Wirklich wissen tue ich es auch nicht, aber ich denke einfach, es liegt daran, dass die Leute eben auch mehr Zeit mit der Familie verbringen und ja, auf der einen Seite sehr angespannt sind und dann auch nicht so auf die Tiere achten. Mhm. Was macht man, wenn man jetzt beispielsweise unterwegs ist, man findet so ein Tier, wie reagiert man da richtig? Viele haben ja auch Angst vor so einem Hund, dann dieses Tier einfach mitzunehmen. So ein Hund kann ja auch mal beißen oder so. Wie reagiert man da richtig? Also man reagiert richtig, wenn man also sieht, dass ein Tier ohne Halter unterwegs ist, indem dass man einmal die Polizei verständigt und die Polizei wiederum verständigt das Ordnungsamt. Die sind dafür zuständig. Das Ordnungsamt informiert dann in diesem Falle für Keveler, Weze, Zanten, Sonsbeck mich. Ich fahre dann raus. Manchmal nehmen die Finder die Tiere einfach mit nach Hause. Dann hole ich die Tiere dort zu Hause ab oder vor Ort. Sie bleiben einfach da, wo sie sind und ich werde dorthin geschickt. Dann holen wir die Tiere ab und dann werden sie erstmal erst versorgt und wir schauen nach, ob sie einen Mikrochip haben. Das wäre natürlich der beste Fall. Also würden Sie jetzt raten, selber einen Hund mitzunehmen oder nicht? Naja, das kommt immer auf das einzelne Tier und auf die einzelne Situation an. Sollte das Tier sich irgendwie aggressiv zeigen, sollte man natürlich die Finger davon lassen und sollte uns als Spezialisten daran lassen. Wenn Sie jetzt so ein Tier haben, was machen Sie dann damit? Wenn wir so ein Tier haben, das erste ist, wie gesagt, den Chip einlesen. Wenn das Tier gechippt ist, gehen wir sofort, wenn wir mit dem Tier nach Hause kommen, in die Datenbanken von TASO, IFTA, dem Deutschen Tierschutzbund oder PETMAX, das ist die internationale Vereinigung, wo man also Tiere registrieren lassen kann und auch sollte. Dann bekommen wir entweder, wenn eine Datenfreigabe ist, den Namen und die Telefonnummer des Besitzers und wenn nicht, dann sorgen sich die diese Organisationen darum, dass der Besitzer informiert wird, dass das Tier bei uns ist. Ja, und Tiere werden auch gerne mal an Weihnachten verschenkt. Sie werden es sicherlich auch schon erlebt haben, was unsere Hörer dabei beachten sollen, wenn sie das wirklich vorhaben. Darüber reden wir gleich. Sie sind noch einen Moment da, Frau Groß. Vielen Dank. Und jetzt gibt es bei uns erstmal einen Kulthit, Marillion. Und Cleef gleich noch die aktuelle von Schweden.